Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und ach ja, doch, logisch, ich nicht. Irgendwie habe ich eine Taste gedrückt, aber eine, die ihn wohl nicht interessiert. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu, oh, wie hieß es gerade noch, Kenfold Pillars of the Earth. Ja, das dürfte hier Kapitel 1 sein, kommt am 15.08. bei Steam heraus. Genau, Kenfolds, die Säulen der Erde aus der Asche. Ja. Buch 1, Kapitel 1 bis 7. Erschienen bei The Dalek. Auf der Gamescom, es ist ja nicht mehr lange hin, ne? Wird dann schon Buch 2 vorgestellt. Werde ich mir natürlich ganz sicher anschauen. Ja, da haben wir schon einen Termin. So, ich guck mal ganz kurz noch in die Einstellung. Was haben wir denn hier so? Ah, Escape funktioniert hier schon mal nicht. Vollbild, Helligkeit, blau, ja, sieht ganz gut aus. Audio. Ich lausche gerade mal, Moment. Oh ja, vielleicht ein bisschen lauter, war. Ja, obwohl, Musik ist immer so eine Sache, wobei bei denen eigentlich nicht. Lassen wir es mal so und dann Sprache Deutsch, Untertitel haben wir aus. Und dann schauen wir mal hier, klicken wir mal auf Buch beginnen und ja komm, wir nehmen das Tutorial mit. Sie haben sich Mühe gegeben, sie haben ein Tutorial gemacht, also nehmen wir es mit. Aktueller Ort, Kathedrale. Bewege dich umher, indem du mit links auf den Boden klickst. Ich sehe aber den Boden nicht. Wo ist denn da der Boden? Der Boden ist weg. Bewege deinen Mauszeiger. Wenn er sich zu Blub verändert, klicke mehrere Male mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um darüber nachzudenken. Oh. Von fähigen Händlern erschaffen. Aha, aha. Sally weiß, was sie tut. Mhm. Seltsam, wenn Kinder einen überflügeln. Jetzt geht er einfach weg. Ich war das nicht. Der geht einfach weg. Um alle relevanten Objekte, Charaktere und Ausgänge angezeigt zu bekommen, drücke das Mausrad oder die Leertaste. Ich nehme mal die Leertaste, weil irgendwie habe ich ja immer noch eine Hand an der Taste. Ja, das sind hier die Spieleinstellungen, die ich öffnen kann. Das ist ein relevanter Ort hier. Definitiv. Oh, Moment. Ich blende mal kurz den Drachen aus. Guck, Zahnrad. Ne? Zahnrad? Spieleinstellungen öffnen. Aber ich finde, also wenn das von dem Drachen verdeckt wird, ist das gar nicht so wild, oder? So. Und dann haben wir hier noch etwas, nämlich Werkzeuge. Das waren Toms Werkzeuge. Er wollte, dass ich sie bekomme. Die besten Werkzeuge, die ich je hatte. Ja. Linksklick. Ich habe meine Werkzeuge genehmt. Habe ich jetzt? Ich habe wohl aus Versehen einen Screenshot gespeichert. Der wird doch wohl nicht auf der Taste sein, die ich für Mikrofon stumm habe. Ja, nimm die mal. Und da geht wieder automatisch weiter. Ich probiere das mal kurz aus. Stumm schalten. Husten wieder anschalten. Screenshot gespeichert. Ich fürchte, ich werde ein paar öftere Screenshots speichern bei dem Spiel. Oh. Und ja gut, die Werkzeuge, also man kann doch erkennen, dass hier Werkzeuge sind. Also hier fängt auch das Inventar an, das kommt hinter dem Drachen raus. Okay. Du hast das Werkzeug jetzt aufgewählt. Klicke. Soll ich jetzt einfach den armen Wasserspeier verwerkzeugen? Das ist aber nicht nett. Okay, ich soll also da draufklicken. Aha. Ein hübsches Tutorial. Oh, ich glaube, hier kann ich gleich mit wem reden. Ja, und ich habe wieder einen Screenshot gespeichert. Meine Tochter. So stur wie ich. Und so stur wie ihre Mutter. Huste, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, das passt zu mir. Winkfuchteln, ich tu mal husten. Sag deiner Tochter, dass du bald zurück bist. Bitte deine Tochter mitzukommen. Mit Ablaufdatum. Ich will, dass sie mitkommt. Ich nehme meine Tochter mit. Kommst du? Brave Tochter. Stur, aber brav. Wenn sich der Mauszeiger so verändert, dann kann man da rausgehen, genau. Benutze den Linksklick, um das Gebiet zu kriegen und Doppelklicke, um die Sache zu beschleunigen. Also gehen, rennen.
Ach nee, dann blendet sofort aus. Okay, haben wir kapiert, ne? Shiring, England. 1135. Weißer Bildschirm. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Wie fühlst du dich? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Mit so einem gemütlichen Baum im Rücken. Das ist das letzte Lagerfeuer. Versprochen. Ab morgen gibt's keine Bäume mehr, sondern Mauern und ein Dach. In Shiring werde ich endlich Arbeit finden. Und was, wenn der Bischof dich auf Lebzeit anstellen will? Um die Stadtmauern in Schuss zu halten. Vielleicht auch nur seinen Palast. Einfache Dinge, Tom Bilder. Nur Mauern und Dächer. Ja, aber das ist doch langweilig. Da. Ich habe ewig gebraucht, um in diesem Tümpel was Trockenes zu finden. Warum haben wir nicht einfach deinen Stab genommen? Das alte Ding würde prächtig brennen. Weil dieses Ding wertvoll ist. Er wurde nicht geschaffen, um als Feuerholz zu enden. Gut, außerdem könnte man ihn noch verkaufen. Warum der wertvoll ist, aber okay. Dann wollen wir mal sehen, ob's klappt. Okay, ich soll also jetzt... mache Feuer, aktueller Ort, Nachtlager. Man sieht die Maus hier an der Aufnahme auch schön. Der Zunder schwindet, aber der Stahl glänzt noch. Ja, machen wir mal Feuer hier. Hat aber ordentlich trockenes Holz gefunden, wenn das so einfach Martha, geht. Martha, willst du uns ein paar Rüben schneiden? Wir machen Suppe. Wenn's hilft. Alfred, geh und hol Wasser. Warum essen wir nicht einfach Schnee? Nein, meine Familie verdient richtiges Wasser. Bleib sitzen. Ich kümmere mich drum. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Tom Bilder. Was, wenn der Bischof dir eine Stelle anbietet? Wie damals in Exeter. Etwas, das deinen Fähigkeiten nicht gerecht wird, aber uns ein Leben lang ernährt. Leichte Arbeit. Etwas zu bauen ist nie leicht. Du weißt, was ich meine. Nach Exeter sagtest du, ich könnte etwas für die Ewigkeit schaffen oder ich sterbe als Baumeister von Häusern und Ställen. Aber was, wenn Häuser und Ställe deine Familie ernähren könnten? Würdest du bleiben oder würdest du weitersuchen? Du weißt, ich könnte so viel mehr tun. Oder? Ja, also ich nehme jetzt einfach mal, es würde mir reichen. Man ist ja ein Familienmensch, ne? Es würde mir reichen. Ist das so? Versprich mir wenigstens darüber nachzudenken. Ich muss vernünftiges Wasser finden. Nehmen. Sollte das nicht besser annehmen halt? Ja. Lassen wir das mal. Akzeptieren klingt besser. Ein Hinweis. Du hast einen Hinweis gefunden. Er funktioniert wie ein Gegenstand. Benutze den Hinweis auf Personen, um darüber zu reden. Vielleicht können benutze wir das Baby ihn verkaufen. Mit Objekten, um darüber nachzudenken, wie sie miteinander in Verbindung stehen können. So, ich will auf jeden Fall erstmal hier diesen Metallkessel haben. Weil irgendwo mit muss ich ja Wasser holen, ne? Sonst wäre ja blöd. Eine der letzten Sachen, die wir noch nicht verkaufen mussten. Ich habe einen Metallkessel. Ah, und hier ist... Ich muss vernünftiges Wasser finden und Fortschritt, Buch 1, Fortschritt, Prolog. Wir hätten nie hierher kommen sollen. Und? Siehst du schon die Sonne? Ach ja. Nein, aber Martha. Jetzt stör mich nicht. Ich muss arbeiten. Okay. Toms Gnomon. Dokument. Tom erhielt dieses Mauerwerkzeug als Abschiedsgeschenk in Exeter 1125. Er benutzt es dafür, das Fundament neuer Gebäude auszurichten. Am Schatten des Stabes können Zeit und Himmelsrichtung abgelesen werden, sodass eine Kirche standesgemäß nach Osten ausgerichtet werden kann.
In Exeter hat Tom das erste Mal an einem Kathedralenbau mitwirken können. Zunächst Arbeit wie jede andere. Sein Baumeister kritisierte ihn oft dafür, der erwarteten Qualität nicht gerecht zu werden. Schon bald begann Tom zu verstehen, wie wichtig Proportionen, Zahlensymbolik und die fast magischen Formeln für stabile Konstruktionen sind. Der Stab erinnert ihn an seinen Traum, eines Tages von Grund auf eine perfekte Kathedrale zu errichten. So, Karten haben wir noch keine, die Optionen interessieren nicht. Und ja, also das mit dem Screenshot speichern auf der 11, auf meiner Lieblingstaste, warte mal. Steuerung, kann man das irgendwie, Maus, Steam Controller, PlayStation? Aber man kann keine Tastenbelegung machen. Ah, hier, ja, genau. F11 ist echt scheiße für Screenshot. Bei Steam ist das standardsgemäß F12. Und auf F11 habe ich nur mal die Mikrofonstummschaltung. Es wird sie heute Nacht warm halten. Hunger. Ich hoffe, ab morgen haben wir ein Dach über den Kopf. Ich hoffe, so vieles in diesen Tagen. Alfred wird von Jahr zu Jahr schwieriger, aber er kriegt sich schon wieder ein. Er ist ein guter Junge. Unsere letzten Rüben. Wenn ich morgen immer noch keine Arbeit finde, müssen wir anfangen zu betteln. Und das ich Baby ist in den nächsten Wochen fällig, aber Agnes hält sich tapfer. Sie muss schnell ins Arme. Ich kann auch arbeiten. Du bist ein Steinmetz, genau wie er. Wenn Tom keine Arbeit findet, kriegst du auch keine. Dass das da unten alles angezeigt wird, ist aber auch blöd. Ohne kann man keine Kirche bauen. Er hilft, den Bau nach Osten zu richten. Das Holz ist verwittert, aber es erfüllt seinen Zweck. Wenn ich ihn überhaupt je wieder gebrauchen werde. Ja, Darf ich in Shiring auch arbeiten? Oh, da kann man hier rausgehen. Natürlich kannst du. Ihr könnt alle beide helfen, wenn wir alle zusammenhalten. Schaffen wir das. Weitergehen oder auch nicht. Also in die Richtung geht es wohl nicht weiter. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Ich identifiziere das hier einfach mal als Weg. Und gehe jetzt mal Wasser suchen. Ich gehe suchen das Wasser. Ah, hier in den Wald. Oh, das mit dem Screenshot nervt mich. Tut mir leid, das ist echt, ich muss mal gucken. Gehe zurück. Gefrorene Pfütze. Eine Pfütze mit gefrorenem Wasser. Ich wünschte, es ginge anders, aber wenn wir es abkochen, reicht es. Okay, das heißt, wir nehmen... Aua. Zu hart für meine Faust. Vielleicht klappt's, wenn ich meinen Kessel benutze. Ja, wollte gerade sagen, ne? Probieren wir mal den Kessel hier. Hoffentlich geht der Kessel nicht kaputt. Häuser und Ställe. Einmal. Dächer und Mauern. Und einmal. Es würde mir reichen. Es sollte mir reichen. Na, Vogel, gesehen hatte ich dich schon, aber ich wollte halt erstmal Wasser holen. Sehr cooles Bild. Mir gefällt es. Es ist wieder so ein bisschen leicht gezeichneter Stil. Gefällt mir sehr gut. Tom, wo bleibst du? Habe ich jetzt eigentlich Wasser oder habe ich kein Wasser? Das sollte reichen. Ich habe wohl Wasser. Lästige Biester. Ich hoffe, sie bleiben unserem Lager fern. Fester Granit, wie geschaffen für ein Kirchenportal. Oder einen langweiligen Türsturz. Einfacher Schnee, schmutzig vom Krähentreck. Es muss etwas Besseres geben. Wunderschön. Wunderschön. Na dann, wollen wir mal zurückgehen? Hier haben wir ja nichts mehr jetzt. So. Aktueller Ort ist wieder das Nachtlager.
Und ich hänge den dann mal über das Feuer. Bin ganz schön runtergebrannt, dieses Feuerchen. Und? Hast du darüber nachgedacht, was ich gesagt habe? Ich werde wohl nie eine Kathedrale bauen. Ich werde jede Arbeit annehmen. Ich werde wohl nie eine Kathedrale bauen. Wäre das wirklich so schlimm? Was ist so toll an einer Kathedrale? Du hast doch schon einige gesehen. Waren die nicht beeindruckend? Doch, aber es gibt doch schon so viele. Warum musst du noch mehr bauen? Gott hat doch schon genug Häuser. Darf ich? Wenn's sein muss. Also. Beginne mit den Wänden, beginne mit dem Dach. Nein, natürlich. Hallo, wie soll ich mit dem Dach beginnen, wenn die Wände nicht da sind? Hä? Geht ja mal gar nicht. Im Grunde ist eine Kathedrale nicht anders als ein gewöhnliches Haus. Es fängt immer ganz einfach an. Mit ein paar Mauern. Und auf die Mauern kommt ein Dach. Sehr gut. Ein Dach, um den Regen abzuhalten, und Mauern, die das Dach tragen. Zusammen ergibt das einen großen, langen, dunklen Raum. Wie eine Höhle. Erst wird's dunkel und dann wieder so hell. Könnt ihr doch nicht machen mit mir. Ja, also aktuell ist noch hier ein fieser Baum. Wenn ich jetzt ein Portal baue, kippt mir die Frau um. Aber ja. Natürlich dürfen wir auch die Türen nicht vergessen. Und nicht nur irgendeine Tür, sondern eine große und beeindruckende, damit möglichst viele Menschen hereinkommen können. Aber ist es da drin nicht immer noch dunkel? Ja, das stimmt. Und deswegen, darum brauchen wir Fenster. Darum brauchen wir Fenster. Sonst kann man drinnen ja gar nichts sehen. Und zwar schöne Fenster. Inzwischen hat unsere Kathedrale ganz schön viele Löcher bekommen. Leider kann nicht jedes Gebäude so viele Fenster haben und zugleich ein so großes, schweres Dach tragen. Was machen wir denn da? Solide und handfeste Arbeit. Das machen wir. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Höhle einstürzt, muss alles perfekt sein. Nicht nur dick und solide, sondern auch kerzengerade und in sich stimmig. Die Wände, das Dach, die Fenster, alles perfekt proportioniert. Du solltest keine Wörter wie proportioniert gebrauchen, wenn du mit einem Kind redest. Was bedeutet das? Es bedeutet Schönheit. Nein, es bedeutet mehr. Nicht nur, dass die Menschen dort trocken bleiben. Es wird sie Ehrfurcht lehren. Jawohl. Es wird sie Ehrfurcht lehren. Und blenden. Agnes. Mama? Doch nicht hier im Kalten, bist du irre? Das Baby kommt. Aber doch nicht jetzt. Was? Es ist viel zu früh. Ist die Fruchtblase schon geplatzt? Heute Morgen schon. Kurz nachdem wir los sind. Warum hast du nichts gesagt? Tom, ich bin so müde. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Warum blutet sie so stark? Blätter, hilf Agnes. Ja, auf die Idee wäre ich ja nie gekommen, ne? Kinder! Martha! Sammel noch mehr Holz. Wir brauchen ein größeres Feuer. Lass mich das machen. Ich bin schneller als sie. Nein! Lass mich das bitte machen. Alfred ist schneller. Er soll gehen. Aber ich will auch helfen. Ja, du kannst mir das anderen helfen. Such etwas Schilf und mach zwei Fäden daraus. Jeweils lang genug für ein Halsband. Wofür? Das siehst du dann. Jetzt bin ich aber auch verwirrt. Aber okay. Erzähl dir eine Geschichte, wie kann ich dir helfen? Streiche sie dich um.
Keine Ahnung. Wie kann ich dir helfen? Leg mich zu. Ich habe mehr Holz aufs Feuer gepackt. Und? Wird dir schon wärmer? Ja, danke. Was kann ich noch für dich tun? Halte mich wahr. Sieh dich um. Umhang. Die Decke wird dich wärmen. Ich würde sagen, genau, man kann sie ja mit einem Umhang noch zudecken. Noch was? Alfred. Wir brauchen mehr Wasser. Nimm Schnee, wenn es sein muss, und schmelze ihn. Mach ich. Was kann ich noch für dich tun? Bleib einfach bei mir. Das kriege ich hin. Da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Erinnerst du dich, als Martha geboren wurde und Lady Isabella Hebamme spielte? Du warst dabei, ihr eine Kapelle zu bauen. Eigentlich sollte ihre Magd die Hebamme aus dem Dorf holen. Aber dann sagte sie, die versoffene alte Hexe? Ich würde sie nicht mal an meine Hündin ranlassen. Und sie ließ uns in ihre Kammer. Und der arme Lord Robert konnte nicht ins Bett, bis Martha endlich geboren wurde. Nicht mehr lange! Halte dich bereit! Ich würde sagen, für so ein schlechtes Jahr machen wir uns ganz gut. Du hast deine Arbeit verloren. Und Martha wurde fast von diesem Schweinedieb getötet. Das nennst du gut? Aber trotz allem sind wir immer noch füreinander da. Optimist. Wir halten zusammen, als Familie. Wir Bilder sind aus dem rechten Holz geschnitzt. Das waren wir immer schon. Du glaubst wohl, dass mir gleich ein Granitblock zwischen den Beinen herausfällt? Würde mich nicht überraschen. Das Wasser ist jetzt warm. Stell's hierher. Kann ich noch irgendwas tun? Guck mal, ob ich den noch mal irgendwo hinschicken kann hier. Alfred! Kümmer dich um deine kleine Schwester. Sie kommt klar. Sie hat zu tun. Lass mich auch helfen. Es kommt! Ja, Tom! Hilf mir! Es kommt! Ich kann's sehen! Es sieht furchtbar aus. Nein, er ist perfekt. Ein kleines Wunder. Ja, ja, es sieht furchtbar aus. Du blutest immer noch. Keine Sorge. Es wird bald aufhören. Ja, hoffentlich. Tom. Ja? Danke, dass du meine Hebamme warst. Weißt du noch, als du damals nachts zu mir in die Hütte geschlichen bist? Als du an der Kirche meines Vaters gearbeitet hast? Wie könnte ich das je vergessen? Ich habe es nie bereut, mich dir hingegeben zu haben. Nicht einen Moment. Für nichts bin ich so dankbar wie für unsere gemeinsame Zeit. Ich auch. Ich glaube, die stirbt uns weg, oder? Ich hoffe, du wirst deine Kathedrale bauen. Ich dachte, du wärst dagegen. Das war ich. Aber ich habe mich geirrt. Du verdienst etwas Schönes. Aber Ehrfurcht ist kein guter Grund. Die Menschen fürchten sich schon zu viel. Tu es für mich. Baue eine schöne Kathedrale. Eine schöne. Für mich. Die Hoffnung spendet. Mama. Papa, was ist mit Ihrem Gesicht los? Agnes? Agnes, wach auf! Die Armen.
Ja. Der Derelict Entertainment in Bastei Lübbe presents. Ja. Da haben wir den Prolog wohl geschafft. Und dann würde ich sagen, nach diesem kleinen Vorspann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Weil es ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber ich denke, es ist ein schöner Cut hier. Ne? Also bis zur nächsten Folge. Und ja, wenn ihr mich begleiten wollt bei der Reise hoch 1, ich hoffe, es uns allen Spaß macht, dann werden wir auch hoch 2. Bis noch mal.